dann ist diese Figur einfach explodiert und der ganze Staub hat mich fast ersticken lassen. Hörst du mich, Lina? Ja, was? Mann, wenn du so redest, bekomme ich immer Gänsehaut. Wie war das im Mittelteil? Ich bekomme keine Luft wegen der Sache aus deinem letzten Video. Ah, okay. Aber ich muss jetzt auflegen. Es gibt nämlich viele Leute, die flüstern und solche Geräusche nicht ausstehen können, weshalb ich das nicht großartig im Video haben möchte. Was? Ja, aber Marcel, ich komme dich retten. Oh, dann... Oh, ich teste nur coole Geräusche für ASMR-Videos aus. So, ihr Früchtchen. Kennt ihr eigentlich dieses ASMR? Mittlerweile ist es schon fast schwer, nichts davon mitzubekommen. Es sind diese YouTube-Videos, wo Leute in ihr Mikro flüstern, seltsame leise Geräusche machen und damit auch noch Millionen von Views bekommen. Vielleicht fange ich aber mal ganz von vorne an. Mit der Geschichte, wie ich ASMR zum ersten Mal entdeckt habe. Ich war schon immer ein großer Zaubertrick-Fan. Also es fing an mit dieser komischen Sendung mit dem maskierten Magier, der verriet, was hinter den Tricks steckte. Und zu oft war die Lösung einfach, alle Leute waren eingeweiht. Später suchte ich dann im Internet nach so einem Content und wurde darüber zum Beispiel ein großer Fan von dem Zauberer-Duo Penn und Teller. Aber eines Tages wurde mir ein Video zu Hypnose vorgeschlagen. Nicht unbedingt mein Interessengebiet, aber ich klickte einfach mal drauf. In dem Video demonstrierte ein junger Mann, wie man Leute ganz einfach hypnotisieren könne. Weil es dort schon spät nachts war, sprach er mit einer unglaublich ruhigen Stimme und flüsterte fast schon. Und ich nur so, mein Spinnensinn. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich fühlte mich unglaublich entspannt. Das waren meine ersten Tingles. Aber Lina, was bedeutet Tingles? Shh, lass mich erstmal zu Ende erzählen. Ich bin danach immer wieder zu diesem Video zurückgekommen, bis das Kribbeln, das ich gespürt hatte, irgendwann weg war. Ähnliche Videos hatte er leider nicht, also fing ich einfach an, nach Begriffen, die das Ganze umschrieben, zu suchen. Bis ich eines Tages eine junge Frau fand, die in Großbuchstaben ASMR im Titel stehen hatte. Ich wollte natürlich wissen, was das bedeutet. Und ab da öffnete sich mir eine neue Welt. Ich denke, viele von euch kennen dieses Gefühl im Prinzip, um das es beim ASMR geht. Diese Gänsehaut, die man bekommt, wenn man schöne Musik hört, eine epische Szene in einem Film sieht, wenn jemand einem sanft mit den Fingernägeln über den Rücken krault. Oder diese Kopfkrallen. Oh mein Gott, diese Kopfkrallen sind so gut. Und sehr viele finden Regenprasseln oder ruhige Stimmen beruhigend. ASMR verbindet diese Gefühle zu einem Ball aus Wohlfühlen, der sich im Hinterkopf ansammelt und einem den Rücken runterläuft. Also, um es mal ganz genau zu erklären. ASMR steht für das hier. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Es geht darum, dass es bestimmte Dinge gibt, die so ein entspannendes Kribbeln im Hinterkopf auslösen. Das nennt man Trigger. Diese sind meistens auditiv, also Sachen wie Flüstern, Mundgeräusche, Knistern, Saiten und Blättern und so unfassbar vieles mehr. Und das hier nennt man Tingles. Davon gibt es drei Stufen. Erste Stufe, leichte Entspannung. Zweite Stufe, angenehmes Kribbeln im Hinterkopf kommt dazu. Dritte Stufe, das Kribbeln wird zu einer Gänsehaut, die du am ganzen Körper spürst. Leider können nicht alle Menschen ASMR empfinden und bei manchen kommt es auch nur zur Schläfrigkeit, aber nie zum Kribbeln. Vor allem die Entspannung ist der Grund, warum sich so viele dazu hingezogen fühlen. Es wirkt wirklich Wunder gegen Stress, wie auch schon wissenschaftlich bestätigt wurde. Ich hatte es damals besonders zu meiner Abi-Zeit abends nach dem Lernen gehört, einfach um runterzukommen und gut schlafen zu können. Aber hier mal ein kleiner Guide, falls du es mal ausprobieren möchtest. Sorg erstmal dafür, dass du in einer ruhigen Umgebung bist. Am besten ist es auch noch nachts oder abends. Und dann bring dich in eine gemütliche Position. Bist du schön eingekuschelt? Mhm. Falsch! Nimm die Decke da weg, du solltest frieren! Na gut, nicht direkt frieren, aber es sollte ein bisschen frisch sein. Dadurch kann es am ehesten zu der schönen Gänsehaut kommen. Die Trigger, die die Gefühle auslösen, sind bei jedem unterschiedlich. Deswegen kann ich dir ein Video empfehlen, in dem viele Trigger hintereinander gezeigt werden, damit du das mal austesten kannst. Einer meiner liebsten Trigger ist zum Beispiel mit den Fingernägeln auf Objekten rumtippern und dabei flüstern. Schluss mit dem Blödsinn, Frau Flair!
Na gut. Vielen kommt das alles sehr seltsam vor und das auch zu Recht. Oft genug saß ich mit Kopfhörern vor meinem Rechner und dachte mir nur, was tue ich hier? Ich könnte etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anstellen. Oh, mit Fingernägeln auf Tarotkarten rumtippern, das muss ich sehen. Gerade unter Reaction-YouTubern kommt es häufig dazu, dass das Verständnis fehlt. Da gibt es so viele Videos, die einfach unglaublich viele Views haben und dabei machen sich die Creator kaum Mühe. Einfach für eine halbe Stunde ins Mikro flüstern und ungeschnitten hochladen. Schon bekommst du Millionen von Views von ein paar Spinnern, bei denen es im Kopf kribbelt. Der Erfolg auf YouTube kommt auch häufig dadurch, dass Videos so oft hintereinander gesehen werden. Gefällt mir ein Trigger in einem Video besonders gut, werde ich häufig dazu zurückkommen. Mal ganz abgesehen vom Autoplayen. Wenn Leute ASMR zum Schlafengehen anschauen und die Videos einfach weiterspielen. Da wird unglaublich viel Content konsumiert und das sogar schon länger, als es die Bezeichnung gibt. Viele sagen, dass der Künstler Bob Ross einer der ersten war, bei dem sie das Kribbeln bekommen hatten. So schaute man sich damals abends im Fernsehen und heute auf Twitch lange seine Sendung an, obwohl man sich vielleicht kein bisschen fürs Malen interessiert. Das wäre bei mir nicht der Fall, aber es soll ja Leute geben, die Kunst sehr uninteressant finden. Solche Sendungen oder Videos werden dann übrigens als unbeabsichtigtes ASMR betitelt. Und das ist ein schwieriges Wort. Also Leute, die einfach so sehr ruhig reden und meistens keine Ahnung haben, dass manche Menschen so ein Kribbeln bekommen, wenn man ihnen zuhört. Ich selber kannte ASMR von dem Internet auch überhaupt nicht und habe es auch noch nie in echt durch etwas ausgelöst bekommen. Dabei basieren erste wissenschaftliche Theorien dazu ein wenig darauf, dass es einen wohl an das geborgene Gefühl erinnern soll, das man als Kind hatte, wenn Eltern oder Erzieher einem ganz nah und ruhig etwas erzählten oder vorlasen. Wobei ich mich dann schon frage, was mit den Leuten ist, die ASMR absolut nicht ausstehen können, die flüstern, knistern und vor allem Mundgeräusche schrecklich finden. Videos mit absichtlichem Schmatzen muss ich mir aber auch nicht antun, das ist nicht so mein Fall. Hey, isst du den Obstsalat noch? Ich weiß noch, lange Jahre war mein Lieblingsvideo eines, in dem eine junge Frau japanische Süßigkeiten in die Kamera hielt, leicht die Packung knitterte und dann von ihrem Geschmack erzählte. Fand ich mega entspannt. Aber die Kommentare waren voll von, warum isst sie denn nicht? Ich dachte, das war ein Mouth-Sound-Video. Aber Geschmatze ist bei weitem nicht das Schlimmste, was ihr in dieser riesigen Community finden könnt. Nicht umsonst denken viele, dass ASMR etwas Perverses ist. Wenn man hört, wie viele Rollenspielvideos es da gibt, denken viele, oh, Doktorspiele also. Während ich bei Rollenspielen eher an sowas wie Dragon Age denke. Und dann denke ich da an was Bestimmtes, wenn ihr wisst, was ich meine. Bei diesen Rollenspielen gibt es viele, wo es wirklich um Zuwendung geht, wie Girlfriend- und Boyfriend-Roleplays, wo die Videomacher so tun, als wären sie dein Partner und betüddeln dich. Andererseits gibt es auch viele Situationen, wo es sich in meinen Augen einfach nur anbietet, eine Rolle zu spielen, weil man dann praktisch im Rahmen einer Geschichte viele Trigger verwenden kann. Für mich persönlich ist der Kontext in diesen Videos aber komplett egal. Ist eher wie eine Massage des langweiligsten Masseurs überhaupt. Ja, und dann habe ich mir noch einen Salat gemacht. Da habe ich mir Gurken reingeschnitten und Tomaten und dann milden Joghurt für das Dressing benutzt. Mhm. Und den Kopfsalat habe ich extra mehrmals gewaschen, damit er wirklich sauber ist. Joa. Nicht umsonst ist absichtlich unverständliches Flüstern sehr beliebt. Also, da bin ich nicht die Einzige. Am besten ist es nämlich immer noch, wenn die ASMR-Creator sich selbst nicht zu ernst nehmen. Da kann man beim Sekretärspielen auch einfach mal den krassesten Patientennamen eintippen. Wir alle wissen ja, dass es sowieso nur darum geht, dass die Zuschauer den Tastensound mögen. Außerdem gibt es noch die Art von ASMR, die wohl absolut jeder mag. Katzen schnurren und Tiere, die Snacks bekommen. Oder Dinge wie kinetischen Sand schneiden. Eine Art, die ich eine Weile super gerne geschaut habe, waren übrigens Creepypasta-Videos. Ich liebe nämlich Horrorgeschichten, aber hasse Jumpscares. Bei ASMR geht es aber um Entspannung, also wirst du niemals erschreckt werden. Man darf auch nicht zu hart zu den Creatoren sein. Mittlerweile gibt es so viele Channels, die sehr viel Arbeit in die Videos stecken und vor allem auch viel am Sound arbeiten, die nicht nur zwei Mikros haben, sondern den Sound des Videos auch noch an passenden Stellen überlagern und vieles mehr machen. Auch das Aussehen darf man nicht vergessen. Es gibt nämlich sehr häufig schicke Hintergrund-Setups oder kleine Animationen, um hübsch auszusehen. Ein Aspekt, der häufig ausgelassen wird, ist nämlich das visuelle ASMR. Mit den Fingern umhergleiten, Lichter in die Kamera leuchten und so ein Kram, der sehr seltsam aussieht, sorgt nämlich auch bei vielen für Tingles.
zum Beispiel für mich, die sehr gerne hypnotische oder magisch aussehende Dinge betrachtet. Letztendlich ist ASMR einfach schwierig zu erklären, wenn man es selbst nicht erlebt. Aber vielleicht habe ich es ja ein paar von euch näher gebracht. Wäre interessant, wenn es Leute gibt, die durch dieses Video es entdeckt haben, dass sie auch zu den Tinglern gehören. Aber dann seid schon mal gewarnt. Wenn man das zu lange hintereinander hört, wird man für eine Weile immun. Dann muss man erstmal ein paar Tage oder Wochen Pause machen. Es ist meiner Meinung nach jedenfalls eine wundervolle Sache und... Moment. Da komme ich durch! Ja! Freiheit! Oh, sind Sie hier, um entlassen zu werden? Was? Ja, doch, natürlich. Sehr schön. Dann muss ich nur kurz die Entlassungspapiere hier unterschreiben und, wo habe ich denn meinen Stift hingetan? Wo habe ich ihn? Sie haben nicht zufällig einen zur Hand? Ah, vielen Dank. So, hier der Name, sonst alles ausgefüllt. Hier noch meine Unterschrift. Alles klar, hier haben Sie ihn wieder. Hoppla! Hey Marcel, ich wurde frühzeitig rausgelassen. Nein, es lief alles problemlos. Ich bin dann in etwa einer Stunde wieder zu Hause, also wenn du bis dahin...